Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Meilen-Highlights im Oktober. Nicht mit den Meilen-Schnäppchen zu verwechseln, die wir heute viermal hatten. Ich hoffe, ihr habt das überlebt. Die beiden Meilen-Highlights heute gibt es zum Beispiel Neukunden 2000 Meilen zu gewinnen. Es gibt von der Ergo-Versicherung etwas an Punkten Meilen. Man kann sogar ein Auto gewinnen, ein VW ID. Ich muss gerade gucken, ID3 Pur. Pur klingt immer so, dass er nackig ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht viel ja. Drin, ne? Ist pur, ne? Heißt pur halt, ne? Das ist pur, ja. Das ist pur. Dann beim Online-Shopping gibt es wieder neue Partner. Dann Amazon-Kooperation, ganz wichtig. Jetzt zu Weihnachten, wenn ihr Geschenke kauft, weil wir müssen mal wissen, Oktober ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Kleiner Insider-Tipp, bestellt jetzt, weil die Containerschiffe sind immer noch irgendwo im Orbit verschollen teilweise. Gibt immer noch Probleme. Dann als Thema haben wir dann nochmal Eurowings, ganz genau, da müssen wir nochmal darauf hinweisen und natürlich auf die drei Monate, Lufthansa doppelte Status Meilenaktion. Aber da der Hofmeister ja im Gegensatz zu den anderen Videos jetzt wieder da ist, kann er ja das tun, was er immer tut an der Stelle. Corsten, Intro ab. Läuft. Willkommen zum gepflegten Vielflieger-Talk. Der Monolog, den ich heute viermal hatte, der ist vorbei. Abgesehen davon, ihr wisst ja an dieser Stelle immer wieder Abonnierbefehl. Abonniert den Frequent Traveler TV-Kanal, damit wir weiter nach oben schießen und irgendwann wegen zu vielen Mitgliedern bei YouTube quasi unseren Kanal verdoppeln müssen. Ich weiß es nicht, ne? Irgendwas gibt's da. Dann die Glocke an für den Hofmeister und ganz, ganz wichtig, kommentieren und liken. Das ist so die Grundvoraussetzung, ne? So ist das. Und nachdem es heute schon viermal kurz und bündige Infos von Lars gab, geht es jetzt mit dem Hofmeister-Geschwafel ein bisschen weiter. Okay, Mario, übernehmen Sie. Nein, den Anfang überlasse ich selbstverständlich dir. Mir willst du den Anfang überlassen? Ja. Oh, da habe ich das falsche Bild eingeblendet über dir, aber ich mache das richtige Bild, dann wissen die Insider schon, worum es geht. Es geht nämlich um die neue Kooperation mit Amazon. Ab Oktober sammeln Teilnehmer mit dem neuen Miles & More Partner, Amazon-Partner Prämienmeilen. Und zwar geht das so, dass man im Oktober dreifache Meilen in den Kategorien Elektronik, Computer, Videogames, Konsolen sowie für den Kauf von Amazon-Geräten bekommt. Also dieses Fire-Ding und Kindle und so weiter und so fort. Wer bei Amazon Neukunde ist, kriegt auch nochmal 2000 Prämienmeilen on top. Und es wird als Bonus zum Start zusätzlich doppelte Meilen im gesamten monatlichen Einkauf ab einem Wert von 500 Euro gegeben. Das ist doch mal was rein knattert. Oder Mario, bestellst du bei Amazon? Ich bestelle auch schon mal bei Amazon, natürlich, selbstverständlich. Und natürlich mit der Lufthansa-Kreditkarte bezahlt, damit du mal seine Meilen sammelst, ne? Absolut. Wer das nicht macht, ist der selber schuld. Ja, oder nimmt die Amex. Aber nun gut, so, wir machen die Miles & More Werbung, deshalb Miles & More kaufen. Obwohl, wir werden ja nicht bezahlt dafür, dann kann das auch keine Werbung sein. Nee, das stimmt. Das ist nur Goodwill sozusagen. So sind wir. Ich blende dir schon mal das Bild über dir ein und zwar, es geht hier nicht um Autos, wenn wir vom Bentley reden. Nein, es geht diesmal nicht um Autos, es geht um die Laufrad- und Kinderluxusmarke Bentley, ja, die neu ist im Lufthansa World Shop. Und wer dort kauft, erhält einen Bentley Teddybären im Wert von 69 Euro gratis dazu. Möglich ist das beim Kauf ausgewählter Bentley Trikes. Das sind so kleine Dreiräder hieß das früher mal, etwas luxuriöser, oder von kleinen Bikes, die es auch von anderen Unternehmen gibt und da anders heißen. Der Aktionszeitraum geht allerdings erst am 19.10. los, geht dafür aber bis zum 31.12. dieses Jahres. Wer also noch für Kinder, Enkel, Patenkinder ein entsprechendes Geschenk braucht, Bentley, auch im Kindersegment die absolute Luxusmarke. Ja, und ansonsten vom 1. bis zum 31.10. und da blende ich mich selber doch, glaube ich, wieder mal einfach dazu, gibt es ja noch einige Partner bei Miles & More, die im Oktober 10-fach Prämienmeilen sammeln. Ja. EMP, weißt du, was EMP ist?
Ja, das ist so ein Shop, soweit ich weiß, ist das ein Shop für Bands und sowas, wo du so Bandzubehör, also so Fanutensilien bekommst. Aber es ist Fanutensilien. nicht, ja, es ist nicht so deine Musikrichtung. Es ist, glaube ich, mehr so Gothic und Rock und Hillbilly und all sowas. Also alles, was du nicht so hörst. Also Nein, ich bin mehr was so von der Deep Modern Talking haben House-Junge. die nicht? Ja, Modern Talking haben sie da nicht. Das ist in Goslar der neueste Hit. Ansonsten Eterna, zehnfache Meilen, aber auch Eurowings hat zehnfache Meilen. Aber die haben ja auch vom Zeitraum 1.11. bis 31.12. diese Aktion. Dann bei der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 41.000 Meilen für ein 12-Monats-Abo der FAZ digital. Also man kreiert kein Papier. Gebrüder Heinemann hat 5-fach Meilen, Get Your Guide hat 5-fach Meilen, Lufthansa World Shop hat bis zu 10-fach Meilen auf ausgewählte Reisehighlights. Locktan hatte ich fast vergessen mit 10-fachen Meilen, Lieferando mit 4-fachen Meilen, Lufthansa ansonsten auch wieder bei Otto, nicht nur Lufthansa World Shop, das wollte ich sagen, sondern auch bei Otto gibt es 3-fache Meilen, bei Peter Hahn 10-fache Meilen, Shell 25% mehr Meilen bei Shell. Ja. Ah, cool. Also tanken. Ist also nicht wie in England, wo wir keinen Sprit haben. Hier gibt es Nee, also Sprit. wenn es dann welchen gibt, dann bekommst du die 25% mehr Meilen. 25% von nix ist allerdings nach wie vor nix. Und dann ganz, ganz wichtig, natürlich Ingolstadt Village, Wertheim Village, aber auch Maas. Mechelen Village, 3-fache Meilen für euren Einkauf. Aktionszeitraum hier auch natürlich der komplette Oktober, 1.10. bis 31.10. Dann gibt es ja nochmal Geschichten, wo Mario wieder mit 30-fachen Meilen zuschlagen kann. Da kann ich auch das Bild Ja. direkt wechseln und machen Mario als Vollbild. Da grinst er nämlich die Jawohl. Megameilen. Die Megameilen gibt es bis zu 30-fache Meilen oder 10.000 Prämienmeilen bei natürlich ausgewählten Partnern. Und die Megameilen gibt es bei Otto allerdings nur am 23.10. und am 24.10. Da gibt es 8-fache Meilen, sonst halt 3-fache Meilen, was ja auch schon was ist. Und bei Doc Morris, dem Internet-Apothekenversender, dort gibt es ebenfalls vom 23.10. und oder bis zum 24.10. an diesen 2 Tage 15-fache Meilen, sonst halt 5-fache. Und fixe Meilen-Highlights gibt es zum Beispiel bei Audible 2.500 Meilen und bei E wie einfach 10.000 Meilen. E wie einfach ist übrigens ein Stromanbieter, soweit ich weiß. 30-fache Meilen denn bei Surfshack und bei Norton, 15-fache Meilen bei Street One, Cecil, De Facto, Vai, wie spricht man das aus? Vaay ist auf jeden Fall, bekommt man auf jeden Fall Parfum. VAA, das ist Fai. Oder wie man das sagt, Vai. Wei, Wei, Fei, Wei, Schreibt es in die Wei. Kommentare, wer weiß, wie es ausgesprochen wird. Und 15-fache Meilen auch bei Lizza. Lizza reimt sich so schön auf Pizza. Dann 10-fache Meilen auf Loctane, auf COS, COS und auf SOS. Das ist auch sehr schön. Auf COS und SOS gibt es 10-fache Meilen und 8-fache Meilen immerhin noch bei Burberry, bei dem Internetanbieter Herrenausstatter, wie der Name schon sagt, gibt es Sachen für den gepflegten Herrn zum gepflegten Viehflieger-Talk und eher was für die Damen, 8-fache Meilen bei Swarovski. Und auch hier der Zeitraum 1.10. bis 31.10. Und jetzt übernehmen Sie, Ganz Korsten. genau, hier geht es auch wieder um Eurowings, ganz wichtig. Also bei Eurowings Stadt, Land und Strand und dem Motto lässt sich das Eurowings zu den schönsten Orten fliegen. Das Beste, wer sich im Oktober, November für die Aktion registriert, also ganz wichtig, ihr müsst euch registrieren für die Aktion. Registrierzeitraum ist 15.09. bis 30.11. Sammelt dabei doppelte Prämien und doppelte Status- und Tonzirkelmeilen. Wisst ihr ja, gibt es das ganze Jahr. Für alle Flüge im gesamten Streckennetz von Eurowings in allen Tarifen, also Basic, Smart und Bis Class gibt es bis zu 10-fache Meilen. Wer kriegt nur 8-fache? Klar, ohne Viehfliegerstatus. Bist du blau, kriegst nur 8. Bist du aber Silber, So ist Gold es. oder Schwarz, gibt es 10-fach. Buchungszeitraum bis zum 31.12. Also sowohl Buchungs- als auch Reisezeitraum. Das ist ganz, ganz wichtig. Da Mario ja so ein Fan von, musst du das sagen?
Du solltest den Registrierungszeitraum vielleicht noch hatte erwähnen, weil der ist ja wichtig. Achso, hast du genannt. 30.11. Hatte ich genannt, Gut, wunderbar, dann war aber ich mal wieder immer unaufmerksam. Ja, ja. Wer sich über Herrn Hoffmeister beschweren möchte oder Mario, egal wie er ihn nennt, unten in der Kommentarspalte über den Kollegen. Also insofern, schauen wir mal. Und vor allem ganz wichtig in dem Kontext ist immer noch Hon Circle Box Unboxing, Welcome Package, liegt an dem Kollegen, warum wir es noch nicht gemacht haben. Mea culpa. Ja, das ist, aber nun gut, lass uns weitergehen, bevor wir anfangen wieder zu schwafeln. Genau. Bentley ist zwar auch nicht, aber Hotel and Cars and Points. Ja, 50% Prämie mal ein extra sammeln im Oktober, wenn man ein Hotel oder einen Mietwagen über Hotels und Cars by Points bucht, erhält man einmalig bis zu 50% mehr Meilen. 25% Prämie mal ein extra bei einem Buchungswert von 250 bis 499 Euro und 50 Prämie mal ein extra bei einem Buchungswert über 500 Meilen. 500 Euro natürlich, Meilen für Euro. Und auch hier natürlich der Buchungszeitraum 1. bis 31. Oktober. Nee. Und doch, ja. Doch. Richtig, schön. Ich war schon weiter, Mensch. Ja, Mensch. Der Lars. Aber der Lars macht mit der nächsten Autoprämie weiter. Das ist richtig und da gebe ich mich dann auch wieder auf den Äther. Da mache ich mich auch einfach mal alleine bereit, damit der Herr Hoffmeister wegkommt, damit ihr auch das Flugzeug nochmal seht. Und zwar, da geht es um Avis und ich weiß gar nicht, warum Avis sich da so mit einem Kollegen, der mit der Kamera im Rückspiegel, im Seitenspiegel zu sehen ist. Auf jeden Fall gibt es für Reservierung bis Ende November für Teilnehmende bis zu 8.500 Prämienmeilen. Für die Mietwagenbuchung bei 3 bis 5 Tagen gibt es 2.500, 4.000 bei 6 bis 10 Tagen, bei 11 bis 14 Tagen gibt es 6.000 und wer mehr als 15 Tage und weniger als 28 Tage bucht, kriegt 6.500. Aber wieso kommst du auf 8.500 Meilen? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber nun gut, schauen wir nochmal, vielleicht ist das gedeckelt bei 8.500. Das muss man nochmal angucken, also da würde ich dann nochmal besseren geloben, das zu machen. Buchungszeitraum 1.10. bis 30.11., das heißt also es geht noch bis November und der Anmietzeitraum geht sogar bis zum 28. Februar seit dem 1. Oktober. Dadurch, dass Mario so, bist du Bild-Zeitungsleser? Ach ja. Ab und an schon, natürlich. Also, da muss man sich mal ehrlich machen. Da habe ich dir auch die Dame mit der Zeitung oben links eingeblendet. Dann kannst du uns ja das Bild am Sonntag Abo erklären. Ja gut, die Dame gibt es bedauerlicherweise wohl nicht dazu, aber es gibt zumindest 10.000 Prämienmeilen für ein Abo der Bild am Sonntag. Auch hier der Aktionszeitraum 1.10. bis 31.10. Die Kosten dann Ausgabe 2,45 € und das ist relativ günstig für ein Jahresabo, denke ich mal, plus die 10.000 Prämienmeilen. Und wenn man Glück hat, liest man dann irgendwann die Bild am Sonntag mit der jungen Dame dort. Ganz genau. Die nächste junge Dame haben wir auch mit diesem bunten Auto von der Ergo-Versicherung. Die Ergo-Versicherung hatte ja mal Punkte für eine Beratung gegeben. Jetzt ist es aber so, dass wenn man bei denen eine Kfz-Versicherung bis zum 31.12.2021 abschließt, gibt es 4.500 Prämienmeilen und alle Leistungen sind flexibel im Baukastensystem zu machen. Ich bin kein Versicherungsberater, wie gesagt, schaut es euch an, vergleicht mal und nehmt es nicht wegen den Meilen. Aber was ganz wichtig ist, dreimal wird ein Volkswagen ID.3 Pure verlost. Ich weiß nicht, ob er in der sexy Farbe da kommt, wie er in dem Bild ist mit diesen ich weiß nicht, was das ist, auf jeden Fall. Oh, Mario, ich weiß es gerade. Das ist auch cool, die Leute haben dich gesehen. Und ich rede die ganze Zeit, aber das ist auch mal ein Erlebnis. Auf jeden Fall, Aktionszeitraum ganz wichtig, nicht vergessen, 1.10. bis zum 31.12. Dann, was wir auch als nächste Ergo-Aktion haben, aber da kann der Kollege Hoffmeister ja wiederkommen, da blende ich mich wieder aus, weil wenn es um Rente, Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung geht, da ist er der Bessere, weil er auch etwas natürlich seriöser wirkt mit seiner, du weißt schon mit wem, Gedächtnisbrille.
Genau, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, aber nächstes Mal kann ich dich ja synchronisieren, wenn man mich sieht und du sprichst. Das ist ja auch sehr nett. Ja, jetzt geht es tatsächlich um Lebensrenten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Eigentlich hättest du die Rentenversicherung machen müssen, weil ich bin ja schon so alt, für mich lohnt sich ja gar keine Rentenversicherung mehr. Du kannst die ich ja noch. Keine. Ach so, dich nimmt keiner. Gut, bei deinem unsteten Lebenswandel mag das sein. Ja, auch hier die Ergo-Versicherung, Lebensrenten- oder Berufsunfähigkeitsversicherung, muss auch jeder selber wissen, da hat Lars schon recht, wir sind natürlich hier keine Berater, aber dort gibt es jeweils 4.500 Prämienmeilen pro Abschluss. Wer das ohnehin vorhatte, der sollte vielleicht tatsächlich hier mal dort reinschauen. Das gilt, soweit ich weiß, auch für die Zeit vom 1.10. bis 31.10. Und ja, dann hat man mal eben eine Lebensrenten- oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Grundsätzlich ist sowas sicherlich durchaus zu empfehlen. Ja, damit waren wir, glaube ich, so mehr oder weniger durch. Ja, damit sind wir fast durch. Die 15 Minuten, 16 Minuten haben wir auch durch. Insofern, das sind die Meilen-Highlights. Das waren die Meilen-Schnäppchen. Wenn ihr die Meilen-Schnäppchen noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch zu schauen. Los Angeles zum Beispiel ST ist dabei, aber auch andere Ziele in Asien sind dabei. Und 55.000 Meilen anstatt 112.000 oder 70.000 anstatt 140.000, 145.000, glaube ich. Das ist schon ein super Schnapper plus Gebühren. Insofern schreibt uns doch einfach unten in die Kommentarspalte rein, welches Meilen-Highlight euch gefallen hat. Ich persönlich kann euch sagen, ich fand den VW ID Pure von der Farbgestaltung sehr prickelnd, aber von der Aktion her... Von der Aktion her finde ich Eurowings eigentlich geil. Ja, das stimmt. Die Farben muss man zwingend wollen, würde ich sagen. Ja, also insofern, trotzdem, dass ihr das Ganze jetzt durchlebt habt, gibt es wie immer den Abonnierbefehl, die Glocke für den Hoffmeister und dann ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und liken, Daumen hoch. Ja, ich danke euch einfach, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich weiß nicht, was der Hoffmeister, der Mario oder keine Ahnung, wie er sich nennt, da der Linke da. Ja, der bedankt sich auch und bedankt sich vor allen Dingen, dass ihr heute viermal den Lars alleine ausgehalten habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem einschläfernden Geschwafel wieder ein bisschen das Wochenende versüßen. Also bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.